Das ist überwältigend. Hier vor heimischem Publikum zu gewinnen, ist eine super Sache. Rennen in Amerika zu fahren, ist immer ein Vergnügen und jeder Sieg ist etwas Besonderes. Aber dieser ist ganz speziell und sehr emotional. Wirklich, ich konnte kein Hundertstel schneller fahren. Ich alles einfach versucht und von dem her super happy mit dem heutigen zweiten Platz. Dritte Medaille bei der Weltmeisterschaft. Darf ich glaube ich nicht zudern. Vierter Platz ist natürlich bei einer Weltmeisterschaft natürlich das sehr bitter, aber ich denke, wenn man es ganz realistisch sieht, ich bin heute sicher für mich den besten Riesenslalom dieses Jahr gefahren und die drei Jungs sind die besten Riesenslalomfahrer dieses Jahr und auch über die letzten Jahre hinweg gesehen. Deswegen stehen sie absolut verdient da oben auf dem Podium und ich habe probiert, einen von ihnen zu schlagen. Das ist mir nicht ganz gelungen, dazu war einfach mein zweiter Durchgang nicht perfekt genug und ja, jetzt bin ich Vierter, irgendwann muss auch Vierter werden und das ist halt leider mal so, aber es steht für mich am Sonntag noch ein sehr wichtiges Rennen an und da gilt jetzt, ja, da ist einfach jetzt voll der Fokus drauf. Genial, also ich freue mich wirklich sehr für ihn, weil er einfach für mich rein technisch der beste Skifahrer im Riesenslalom ist und der hat sich heute sehr, sehr verdient. Ich glaube, der Kerl gewinnt hier zum sechsten Mal in Folge. Also das heißt schon einiges. Im Riesenslalom zuzuschauen macht einfach unheimlich viel Spaß. Natürlich ist das jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe von meiner skifahrerischen Leistung her zum einen, aber natürlich auch von der Platzierung her war es nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Gut, solche Tage gibt es, abhacken und am Sonntag geht es weiter.